Series round of the Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship is in State Farm Stadium in Glendale, Arizona. The time qualifying session for this evening's race will start in just a few minutes. Oops. Ja, servus Leute und somit herzlich willkommen zurück zu... Ach, ich wollte die Flow-Hilfe ausschalten. Fällt mir gerade so auf. Ach, verdammte Kacke. Vielleicht können wir zwischen Qualifying und Rennen das Ganze machen. Schauen wir mal. So, okay, wir sind hier in Glendale. Bin mal gespannt, wie es hier läuft. Ist denn gerade die gelbe Flagge geschoben oder war ich bescheuert? Vielleicht war ich auch bescheuert. Kann auch sein. Oh, da kommt einer von hinten. Hallo? Der Körperkontakt gibt es bei anderen Sportarten, aber nicht hier beim Rennsport eigentlich. Also vielleicht so ein bisschen bei Nesca oder so, Boxauto fahren und sowas in die Richtung. Ja, und mit dem Harrison halten wir eigentlich einigermaßen mit. Es ist halt die Frage natürlich, was der Harrison für Zeiten fährt. Ob er auch vorne mit dabei ist oder nicht. Natürlich immer so eine... Das war aber auch ein bisschen eng. Ja, und schon überholt uns halt wieder. Eigentlich um einiges. So, Waschbrett kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ah, wobei, ich glaube, die Geschwindigkeit nicht ganz gepasst hat. So, zeitentechnisch. Oh, 16, naja. Naja. Ich jetzt auch nicht so. Oh ja. Hat hier ein bisschen Kacke. Ah, den Sprung. Hat fast geklappt. Ja, ich glaube, sehr viel besser wird es auch nicht unbedingt hier im Qualifying. Muss ich jetzt mal so behaupten. Kann ich so ziemlich dann ins Rennen springen. Was war das? Ja, toll. Wir haben das hier gehabt. Guck mal, hier hole ich auf bis zu dem Punkt und dann bin mal gespannt. Weit raus! Ah, verdammt. Das hätte vielleicht was werden können, aber insgesamt besser wie in der ersten Runde eigentlich. Also wir können die Zeit noch ein bisschen verbessern. Und dann eben... mal schauen. Platz 12. Naja, okay. Dann würde ich mal sagen, lass mir das denke ich mal so. Können wir hier schon. Achso, 13, 14. Ja, passt schon alles. The checkered flag has fallen. That will wrap up that group of qualifiers. Let's take a look at the final results from that 250 session. And we can see where your favorite rider finished. Ja, die Startposition ist ja hier nicht ganz so wichtig. Ich meine, man muss nur einen guten Start hinlegen, dann kann man das Ganze wieder ein bisschen wettmachen hier. Hi everybody, I'm Ralph Shaheen, alongside former Supercross Champion Ricky Carmichael with you for another round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Welcome to Arizona. The State Farm Stadium is already packed and the public is impatient. We are now just a few moments away from the start of the race. Get ready, it's main event time. He is one of the top riders in Monster Energy Supercross. Listen to the roar as he enters the stadium. So, wir starten. Ja, starten hier. Ja. Okay, wir starten hier. It's time to go racing. Eyes focused on the gates. Ready for the gate drop. Okidoki, der Start muss nur gut sein. Oh nein, der Start war nicht gut. Der war ganz und gar nicht gut. Oh je, vor allem, oh, guck mal. Die bremsen auch meistens, aber die haben halt hier komplett zugemacht. Das ist halt mies, dass man nochmal
bisschen später bremst und einfach an den Leuten vorbeischießt. Achtung, Achtung. Aber trotzdem, Platz 2. Hä? Wieso habe ich hier gerade Prestigepunkte bekommen vor Platz 1? War ich in der Kurve ganz kurz vorne, oder was? Ah, jetzt komme ich hier gar nicht rein. Schon wieder Harrison, Alter. Fährt er doch so gut vorne mit. Wir haben Qualifying, mit dem so ein bisschen unterwegs war. Ah, hier hat ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt. Kommt mal total raus. Ist natürlich nicht so toll. Seid wieder vorne. Ich brauche es hier noch fast hin. Oh, das war aber auch ein bisschen eng. Oh, was macht der? Alter, ich halte es hier auch hin. Fast. Aber sehr schön, dass den da hingehauen hat. Und ich habe es nicht provoziert oder so. Es war nicht mal mein Fehler oder so. Es war sein eigener Fahrfehler. Macht mich natürlich ganz stolz, dass ich mich umgehauen habe oder so. Als wieder unfaire Fahrweise. Was war denn der Scheiß? Das war zu spät. Sieht's doch eigentlich ganz gut aus. Einmal nach vorne gekämpft. Ich glaube, ich habe auch sogar einen leichten Vorsprung. Aber wenn ich halt hier kacke fahre, dann würde ich den halt ganz schnell verlieren. Ja, guck, da kommt schon einer. Der Cantrell ist mir auf den Fersen hier. Uiuiui. Ui. So weit auch noch. Jetzt fliegen wir fast ein bisschen weit. So, also hier, jetzt mal hier endlich mal schön gesprungen. Sieht schon mal so richtig kacke. Jetzt komme ich hier leider nicht rein. Ja, aber so geht's auch. Einigermaßen. So, verbleibende Zeit haben wir noch so 2 Minuten. Bestzeit 1:16. Dann sind aber die Gegner auch ganz schön schlecht geworden. Extra geschaut im Qualifying. Okay, Qualifying hatte ich 1:15. Und die Gegner halt 1:12. Das ist halt immer übel, was die da für Zeiten hinhauen. Ah, verdammt. Ja, vor allem hier verliere ich am meisten Zeit. Ah, verdammt. Bin ein bisschen mit dem Motorrad ein bisschen schräg gekommen. Dann bin ich ein bisschen vom Gas runter. Hat es mich dann aber auch spüren lassen. Ah, 1:15er Zeit haben wir jetzt wieder. Sehr schön. Wobei es ja natürlich nicht besser spielen im Qualifying. Schön, so 14, 13 oder so. Echt doch ganz cool. Irgendwie fühle ich mich hier aber auch gerade auch ein bisschen alleine. Ich will mich jetzt nicht unbedingt beschweren, aber. Weiß auch. Kriegt man schön Punkte für die Meisterschaft. Kein Sturz oder so bis jetzt auch. Nicht zurückgespult, hey. Läuft doch richtig gut hier. Ich bleib hier hängen. Okay. Auch lustig. Ich hab schon gedacht, mich haut's hin. Aber so geht's eigentlich ja noch. Ich gerade halt hier. Gerade hier, Leute. Verbleibende Zeit. Ah, reicht es? Ich häng noch 2 Runden an. Nee, noch eine, oder? Alter, okay. Wir hätten ein bisschen früher rein müssen. 2-3 Sekunden.
Es ist halt die Frage, ob ich den hier noch bekomme. Ich habe mir gerade so ein bisschen weg. Ah, ist leider schade, Alter, wie er auch wegfährt, ey. Soll ich die ganze Zeit vorne jetzt so einen kleinen Fehler und dann haut er auch noch ab? Wenn ich das halt vorne bleibt oder halt vorne ist, das verstehe ich ja wegen dem Fahrfehler, okay, alles gut. Aber dass er noch so weit nach vorne wegkommt. Ah, das ist jetzt eigentlich schon ärgerlich. Eigentlich ist es ärgerlich, Leute. Nicht so richtig. Wenn man sich überlegt, Easy Sieg. Guck, jetzt komme ich hier auch noch richtig geil durch. So, oh, Alter, so fast. Und ihn haut es auch noch fast hin. Alter, nur wegen dem blöden Dinger da. Blöden Absperrung, wo wir dagegen sind. Alter, come on. Aber Platz 2 besser als nix, oder? A tremendous race tonight and a hard-fought victory for our winner. Let's take a look at the final results. Was hat er von der Bestzeit 1:13 hier voll rausgehauen? Platz 4er gerade noch ganz knapp. Kurs war 1:14. Aber die ganzen 1:12er, wo sind sie? Hä? Was sind sie? Keine Ahnung, wo sie sind. Ja, Alter, okay. Punkt der Gleichstand mit Shane McElrath. Wo ist der gefahren? Okay. Das ist natürlich auch genial. Vor allem kein Sieg. Aber wir sind Platz 1. Also, ja, wir teilen uns Platz 1 mit Shane. Ist natürlich sehr interessant. Kein Horseshow, Rennvergabe, zweiter Platz. Rennvergabe, zweiter Platz. Position, zweiter Platz. Wieso kriege ich keine Credits dafür? Und neue Zeugspulen, abgeschlossene Runden. Ja, okay, hä? Wieso kriege ich da keine Credits? The pace of that race was absolutely crazy. They definitely Super. Gave it their all. Ja, doch, Silber. Und er hat einen Pokal. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.